nicht vor an der Treppe stehe. Gerade runterkomme. Achtung! Ja, das war knapp. So. Einmal langsam durch den Wasserfall durch. So, hier irgendwo abstelle, wie in der Wolle, ist völlig egal. Hauptsache. Aber hier oben bleiben. Hier stehen bleiben. Tür schließen. Okay. Du musst rausbleiben, wenn noch einer kommt, ne? Ach so. Oh, da ist noch einer. Tür aufmachen, wenn einer da ist? Ja. Und Waffen bitte nicht rausholen, bitte eingesteckt lassen. Was? Was eingesteckt lassen, Waffen? Ja, ja. Meinst du die hier? Ja, genau die. Ich spare fest. Sag mal, was hat er dann mit dem Tor? Was ist denn los so aus? Ist hier festgebacken. Okay, ja, ich bin fest im Tor. Unser Kollege ist gleich runtergeflogen. Wo ist der jetzt? Tot und die Gründen. Und am Wasserfall. Ja, ja, wir okay. Looten es. So, einmal rechts beachten. Okay. Mysteriös. Mysteriös. So, ihr befindet euch jetzt im Dodo-Mafia-Versteck. Respektiert die Dodos, schaut ihnen nicht in die Augen. Vermeidet Streit. Ich begleite euch jetzt nach unten. Dann könnt ihr euch umschauen im Dodo-Versteck. Und dann geht's zum Pate. Einmal ruhig umschaue. Ich stehe da hinten dann an der Tore. Wenn ihr alles sehen könnt, da komme. Und wie viel? Nun, der Schmuggler hat für dich in seinem Repertoire X-Tranquilizer-Darts,
sofortiges Torpor, 5er Pack, Impact Granate, 10er Pack, Torpedo Launcher, blauer Blueprint, Pimp My Dino Sattel am Kühlo, Blueprint in Blau, und das Schmuckstück von heute, Tranquilizer Rifle Blueprint Journeyman. Okay. Und natürlich draus der Fuhrpark, wo du sie hast. Okay. Bist du safe? Jo. Hi. Und dann sah dann Jungs, Petris hole und nochmal hier runter Flo kommen. Hallo? Okay. Hallo YouTube. Ich bin da. Habt ihr euch verneigt vor Hallo, dem Paten? Wirklich? Ja, haben wir. Alle weiteren Kunden müssen sich vor dem Paten verneigen. Krieg ich deine Maske? So, so, der Pate ist bereit, die nächste Kundschaft entgegenzunehmen. Mein Meister, die Luftnomaden möchten mit Ihnen handeln. Sehr schön, sehr schön. Schick sie runter zum Schmuggler. Jawohl, mein Meister. Ihr habt es gehört, einmal mitkommen. Jawohl. Ich erwarte dich im TS-Channel, Sprecher von Luftnomaden. User joined the channel. Gut, also ich habe im Angebot, jetzt muss ich erst mal gucken, ob er dabei ist, ja. Torpedo Launcher, Blueprint in Blau. Dann haben wir 5er Pack. Tranquilizer Dart, sofortiges Torpor. Wir haben 10er Pack Impact Granate. Wir haben Blueprint in Blau, Pimp Maldino an Kylo Sattel. Und unser Spezialflaggschiff heute, Journeyman Blueprint Tranquilizer Rifle. Und natürlich draus der Fuhrpark, wo du Xias. Den Fuhrpark? Was war denn jetzt dabei? Hab ich nicht gesehen. Drei T-Rexe. T-Rexe. Verschiedene Level. Okay. Willst du noch mal einer von deiner Handlanger rausschicken zum Check? Jo, ich schick mal einen raus. Okay. Wir haben den Blueprint für den blauen Torpedo, den Lila Tranquilizer, den Pimp My Dino Anki-Sattel und die 30 CC Darts. Oder plus die Impact-Opfer. 5er Packs. 5er Packs, okay. Ich kann das auch noch mal hinlegen. Was würden denn die CC-Darts kosten? Beziehungsweise der Blueprint für die Tranquilizer Rifle. Die Tranquilizer sind 2 Admin und 30 normale. Oh, die Darts-Dinger. Das 5er Pack kostet 15 Spielerimplantate. Und die Impact-Granate kosten 20 Spielerimplantate. Pro Pack. Ja. Tranquilizer Rifle, was hat das? 2 Admins und 30 normale. Wir würden dann die Tranquilizer Rifle Blueprint in Beanspruchung nehmen. Okay. Die 2 Admins zuerst. Ich habe sogar mehrere. Das waren jetzt 3 Admin-Implantate. Es kostet nur 2. Alles klar. So, und jetzt 30 normale. Die nicht vom Tribe sind. 10 Stück. Bei 11 Stück sind das jetzt. So, mit 10. Jo, sauber. Darf ich jetzt auch runterkommen? Kommt aber keiner mehr. Da oben ist bis jetzt noch gar keiner mehr gekommen. Ist einfach runter. Und nochmal 10. Ich muss die Trophäe... Ja, ich wollte dich gerade Trophäe, also willst du das drin lassen? Das ist jetzt alles, was wir dabei haben.
Okay, dann schlage ich da das hier vor und du steckst es einfach wieder in. Nö, kannst du ruhig drin lassen, denke ich mal. So. Ich habe das Admin-Implantat genommen, weil das mehr wert ist, kannst du die andere wieder instecken. Alles klar. Ja. Ja. Ja, kannst du nur bleiben. Ihr seid fertig? CC-Darts, was würden die denn nochmal kosten? CC-Darts. Ja, 15 Spielerimplantate waren es. Ah, okay, gut. Nee, dann müssen wir leider verzichten. Und Impact-Granate 20 Spieler. Okay. Okay. Auch euch biete ich das sichere Ausgang durch das Stargate. Oder ihr könnt einfach wieder oben raus. Das Problem ist, das Stargate ist ein bisschen verpackt. Wir haben heute schon einen dabei verloren. Also denke ich mal. Wollte der normale weg. Okay. Gut, dann werde ich mal kurz runtergehen. Mhm. Jason ist also auf. Nein. Ich kann aber aufmachen gehen. Captain Rex wird euch die Tür öffnen. Eine gute Heimreise. Wir werden euch bald wieder beerdigen. So, jetzt ist aber auf. Danke schön. Und dies gespeichert. Der Pate wird euch sehr gerne wiedersehen. Eine gute Heimreise. Die Tore sind geöffnet. Danke schön. Ja, das war's vom neuen Schwarzmarkt. Vielleicht wollen wir zum Abschluss noch ein bisschen was hier zu erklären. Was ist ja um einiges neuer als die letzte Mal. Du hast übrigens immer noch deinen Dodo-Hut auf. Der Pate übermittelt mir noch weitere Informationen. Es ist jetzt so, dass der Pate auch normale Rohstoffe im Angebot hat. Für ein Implantat bekommt man 1000 Grundrohstoffe. Er findet es ein lukratives Geschäft, um an seine Implantate zu kommen. Die letzten Implantatlieferungen des letzten Monats waren sehr reichlich, um diesen Ausbau des Versteckes zu finanzieren. Und mit diesen genügenden Sklaven, die er sich schnappen konnte und diese scheiß Affenbande endlich besiegen konnte, haben wir dieses Versteck endlich für uns gewinnen können. Ja, schön. Und ich übersetze das mal eben ein bisschen. Unser Schwarzmarkt ist jetzt, wie man sieht, in dem Hauptquartier der Dodo-Mafia. Und der Pate, er war ja sonst immer bei uns zu Besuch und wir haben dann zu gewissen Zeiten geöffnet, wenn er gekommen ist. Zu Besuch, er hat sich ingenestet. Illegal. Und ja, jetzt hat er sein eigenes Hauptquartier und dort wird er immer die Leute, die dem Schwarzmarkt handeln wollen, empfangen.
Wenn ihr würdig seid, wird er euch zum Schmuggler schicken. Er wird es nicht mehr selber machen, sondern er hat ja seine Lakaien. Er braucht es ja nicht selber machen. Und Imperator ist der Übersetzer. Ja, er ist echt schwierig zu verstehen ohne die Dodo-Maske. Ich weiß auch nicht, meine Stimme wird dann so anders mit der Maske. Ja, und ein bisschen was haben wir jetzt hier gesehen. Man kann sich hier draußen umgucken. Und ja, also von meiner Seite aus, habt ihr noch was zu sagen? Jetzt ja. Immer schussbereit. Captain Rex, der Torwächter. Hallo. Und hier ist ja. Reges Treiben, die Aufseher und alles. Ja, was man vielleicht nicht gesehen hat. Wo ist denn unser Elektriker? Wir haben ja jetzt auch Tiere mit im Angebot, nicht nur Ressource oder spezielle Blueprints. Es werden jetzt auch gelevelte Tiere angeboten. Mit verschiedenen Preisen, verschiedene Level. Und was vielleicht ganz interessant ist, es gibt einen sicheren Ausgang für die Leute, die sauber mit dem Pate gehandelt hat, bezüglich keine Tribe-Implantate andrehen wollte, die bekommen einen sicheren Ausgang durch das Stargate, wo dann irgendwo auf dem Server öffentliches angewählt wird. Ja. Also man muss dazu sagen, hier drin ist zwar PvP-Verbot, draußen aber nicht, und damit die einfach mit ihren gekauften Sachen, wenn sie denn welche gekauft haben, ist ja auch nicht immer der Fall, dann können sie dort den sicheren Heimweg antreten, ohne gestört zu werden. Und heute im Imperium. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid demnächst auf dem Server dabei, bei uns beim Schwarzmarkt, und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Enemine Kamera, lasst uns doch ein Abo da. Hex, Hex!